Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Guten Morgen, liebe Gemeinde, zum Palmsonntag. Guten Morgen, Heiko. Guten Morgen, Alice. Und guten Morgen, liebe Gemeinde. Und auch ein guten Morgen und herzliches Willkommen an alle Zuseher. Heute ist Palmarum, das heißt Palmsonntag. Richtig. Ich lese einmal den Spruch für diese Woche vor. Johannes 3, Vers 14b und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich bete mit uns. Vater, danke für diesen Sonntag, für den neuen Tag. Danke für die vergangene Woche. Danke, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dir die Ehre geben dürfen. Danke, dass du uns nah bist. Ja, Vater, und ich bete für die Situation hier auf der Welt. Ich bete für die Menschen, die krank sind, und für die Gesunden. Ich bete, dass du ja ihnen das Gefühl gibst, dass du nah bei ihnen bist, denn das ist dein Versprechen an uns. Danke, dass du uns siehst, Vater, und ich bete für die Erkrankten, dass du ihnen beistehst und ihnen Gesundheit schenkst, dass du die Gesunden bewahrst,
Vater, ich bete für die Politiker, dass du ihnen hilfst, richtige Entscheidungen zu treffen. Und ich bete auch für dieses, ja, für diesen Sonntag, für die Predigt, dass du zu den Menschen sprichst und dass du ihre Herzen berührst. Amen. Amen. Auch in der vergangenen Woche hatten wir wieder einige Mitglieder, die Geburtstag hatten. Das waren Birgit, Gino, Heidemarie, Rebecca, Hans, Kurt, Jan und Elena. Und für euch habe ich den folgenden Spruch rausgesucht. Aus Jesaja 12, Vers 2. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Damit wünschen wir euch alles Gute, gottesreichen Segen und Gesundheit für das kommende Lebensjahr. Und auch die Kinder, die in den vergangenen Wochen Geburtstag hatten, ihr dürft alle nach vorne kommen, wenn wir wieder hier Gottesdienst haben. Und dann hat Ulrich eine Box für euch vorbereitet. Ja, ich mache direkt weiter mit den Ankündigungen. Der Kindergottesdienst ist wieder verlinkt. Die Gemeindenews und die Bibelstunde könnt ihr auch über diesen Kanal euch angucken. Und wenn ihr regelmäßig Benachrichtigungen bekommen möchtet, wenn irgendwas wieder hochgeladen wurde, dann empfehlen wir euch, den Kanal zu abonnieren und dieses Glöckchen-Symbol zu drücken. Und dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues hochgeladen wurde. Ja, am 6.4., jetzt kommenden Montag, ist auch wieder ist die Blutspende. Da dürft ihr alle gerne vorbeikommen. Und für die Leute, die gesund sind und weil Blut einfach weiterhin benötigt wird. Dann
wird jetzt demnächst der Gemeindebrief verschickt und es gibt auch einen Osterbrief und da sagst du ein bisschen mehr zu. Ja, den gibt es jetzt kommende Woche online zum Runterladen. Manche werden ihn auch als Mail empfangen, gerade die Mitglieder und die Freunde der Gemeinde, deren Mailadressen wir im Verzeichnis haben. Und anbei wird neben dem Gemeindebrief auch ein Osteranschreiben sein von der Gemeindeleitung und mir als Pastor. Und wir wollen einfach vernetzt sein in dieser Zeit, auch wenn wir uns dann nicht persönlich begrüßen können, wenn wir nicht persönlich auch Gemeinschaft haben, wollen wir doch alle Kanäle nutzen, um diese Gemeinschaft auf anderem Wege feiern zu können. Außerdem noch ein Hinweis. Nächste Woche, in der Karwoche, da haben wir am Freitag auch einen gemeinsamen Gottesdienst, den Karfreitagsgottesdienst. Und wir wollen es mal versuchen, dass wir auch gemeinsames Abendmahl feiern. Das wird so funktionieren, indem ich die Einsetzungsworte im Gottesdienst spreche und wir werden hier auch das Abendmahl miteinander teilen. Und ihr vor dem Bildschirm, es wäre schön, wenn ihr auch daran teilnehmt und die Dinge schon vor dem Gottesdienst vorbereitet habt. Also sprich, wenn ihr Brot da habt, wenn ihr vielleicht Traubensaft oder Wein habt, je nachdem, wie ihr möchtet. Und wenn ihr das nicht da habt, kein Traubensaft, kein Wein, dann nehmt doch einfach auch Wasser. Das ist alles in Ordnung. Lasst uns auf diesem Wege dann am kommenden Freitag im Gottesdienst miteinander das Abendmahl feiern. Ich freue mich drauf. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Kniend vor deinem Thron. Dieses Lob gebührt heilig.
Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit wird nie vergehen. Das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein Wert ist und war. Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht, in Wort und es geschieht. Er kommt und Ängste fliehen. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Zu Beginn der Karwoche erwartet uns heute ein ziemlich spannender Text. Wir finden ihn in Markus 14 und ich lese mal vor ab Vers 3. Markus 14 ab Vers 3. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl.
Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Jesus ist bereits in Jerusalem eingetroffen und das ist eine der ersten Begegnungen, die er hat. Er wird in ein Haus eingeladen, wir hören hier auch den Namen des Besitzers, Simon der Aussätzige. Und wir wissen nicht viel von ihm, aber es könnte durchaus sein, dass das ein Festmahl war, weil er einer derjenigen war, die Jesus geheilt hat. Jesus hat etliche Aussätzige geheilt und es kann durchaus sein, das war einer von den Dankbaren, die das mit ihm auch feiern wollten und diesen Neuanfang im Leben mit ihm starten wollten. Das ist schon mal etwas Gutes. Aber mitten in diese Feierlichkeit kommt eine Frau herein. Sie unterbricht diese Feierlichkeit. Niemand weiß, woher sie kommt. Und dann wird es vielleicht sogar schon ein bisschen peinlich. Wir werden gleich darauf eingehen, was dann geschehen ist. Am Ende sagt Jesus über sie, dass man ihrer gedenken wird. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man sich an das erinnern, was sie getan hat. Und es stimmt, heute, an diesem Sonntag, wird über diesen Text gepredigt. Nicht nur bei uns, sondern überall, wo man sich an die Perikopenordnung hält. Überall da, wo man auch anfängt mit dem Kapitel 14 Markus-Evangelium, wo es auch um den Anfang der Passionswoche geht. Man denkt an diese Frau. Warum eigentlich? Was hat sie denn Besonderes getan? Was hebt sie ab aus der Masse? Nun, man weiß noch nicht mal ihren Namen. Man weiß nicht, warum sie es getan hat, welche Begegnung sie vorher mit Jesus gehabt hatte. Und um all das geht es auch gar nicht, sondern nur um diese einzelne Begegnung, die sie hier in dem Hause des Simon des Aussätzigen hat. Sie kommt herein und sie hat Salböl mitgebracht. Salben, ja, das ist für uns etwas, was sehr fremd ist, aber im Orient zu der Zeit Jesu war das sehr gebräuchlich. Einmal hat man zu bestimmten Riten Menschen gesalbt, zum Beispiel wenn Könige eingesetzt worden sind oder wenn Propheten berufen worden sind oder Priester, dann hat man sie gesalbt. Das war eine Einsetzung, eine Legitimierung. Das war der Anfang ihres Berufslebens. Aber nicht nur da, sondern auch im Alltag begegnet uns das Salben immer wieder. Zum Beispiel, indem man Gäste ehrt. Man möchte sie willkommen heißen und das Salben war eine wichtige Art der Körperpflege und das hat man auch getan, wenn man Gäste eingeladen hat. Und wenn man sie gesalbt hat mit kostbarem Öl, dann war das eine Wertschätzung. Hier geschieht es auch und sicherlich ist Jesus auch schon vorher, als er hereingekommen ist, gesalbt worden. Er war ein Gast, er war ein Gesehener, ein gut Gesehener, ein angesehener Gast. Man hat sich gefreut, dass er da war. Das wollte man ihn spüren lassen. Aber jetzt wird es nochmal überboten durch eine Frau, die eigentlich nicht zu dieser Männergruppe gehören sollte. Man hat eigentlich getrennt gegessen und hier sitzen sie zusammen. Sie haben sich bereits zu Tisch gelegt, heißt es. Damals lag man zu Tisch und hat dann gegessen. Und sie wollen gerade anfangen und dann kommt diese Frau herein und sie hat ein ganz kostbares Öl dabei. Nardenöl. Das ist ein Gewächs, das es eigentlich nur im Himalaya gibt, ab 4000 Meter Höhe. Und das ist unglaublich kostbar, so kostbar, dass man dieses Öl in einer Flasche einschließt, Alabasterflasche. Und um an dieses Öl zu gelangen, muss man den Hals der Flasche aufbrechen. Man kann es nicht mehr wieder verschließen. Und genau das tut sie. Sie bricht diese Flasche auf und sie salbt Jesus. Sie salbt sein Haupt. Und dann fängt es an. Die Menschen freuen sich nicht darüber, sondern sie schließen sich zusammen und sie beklagen sich darüber. Und das, was zuerst genannt wird, ist, das ist Verschwendung, das ist Vergeudung. Eine interessante Frage, die sich uns stellt, ist, was ist eigentlich Verschwendung?
Was macht etwas zu einer Verschwendung? Das kann sehr individuell sein. Das, was jemandem etwas wert ist, dass er dafür etwas hingibt, kann bei einem anderen schon unnütz sein. Und er sagt, das brauche ich nicht, das ist in meinem Sinne Verschwendung. An der Reaktion von Jesus sehen wir, dass er diese Meinung nicht teilt. Wie oft liegen wir auch falsch mit unserer Einschätzung, mit dem, was uns etwas wert ist, was anderen auch etwas wertvoll zu sein hat, worüber wir meinen, wir könnten darüber bestimmen. Und dann merken wir, das ist aber nicht das, was Jesus sieht. Das ist nicht das, wie Jesus darüber urteilt. Und darum sollten wir vorsichtig sein, gerade wenn es um andere Menschen geht. Dass wir nicht sagen, das und das wäre viel sinnvoller. Sie kommt zu Jesus und Jesus wird noch an anderer Stelle gesalbt. Aber der Ausdruck, der hier bei Markus stattfindet, ist ein ganz anderer als an allen anderen Stellen. Dieser Ausdruck des Salms, den gibt es nur einmal in der Bibel und zwar hier. Später, und dann schließt sich der Kreis wieder, werden auch Frauen zu seinem Grab kommen, um ihn zu salben. Man hat es auch als eine letzte Ehrerweisung getan an Verstorbenen, sie nochmal zu salben. Und das wollen die Frauen am Grab tun und stellen fest, er ist auferstanden. Der Kreis schließt sich. Was diese Frau von den anderen unterscheidet, ist, dass sie es noch zu Lebzeiten tut. Sie tut das Gute, solange es möglich ist. Und Jesus weist auch darauf hin, tut das Gute an mir, solange es möglich ist. Es ist auch eine Ermahnung an uns und an die Art, wie wir unser Leben zubringen. Das Gute, das wir tun können, nicht zu verschieben auf einen späteren Zeitpunkt, sondern heute, jetzt darüber nachzudenken, in aller Wertschätzung der Zeit, die Gott uns gegeben hat, was denn jetzt dran ist, was wertvoll ist, was gut ist, was wir in unserem Leben auch tun möchten. Und dann nicht zu sagen, dafür ist später noch Zeit. Das wissen wir eben nicht. Heute ist der Tag, es zu tun. Und die Frau lässt sich auch nicht aufhalten, auch nicht von der Tradition, die es ihr eigentlich verboten hätte, in diesem Augenblick reinzuplatzen. Sie lässt sich auch nicht aufhalten von den anderen Menschen, die sie misstrauisch angucken, vielleicht auch neidisch, missgünstig und das nicht in Ordnung finden, was sie tut. Es ist auch ein bisschen peinlich, was dort geschieht, aber all das überwindet sie, weil sie Jesus liebt. Und diese Liebe ist echt. Und sie ist klar. Und sie wird deutlich, weil sie praktisch ist. Die Frau lässt sich nicht von Jesus wegbringen. Und Jesus lässt es zu. Er weist sie nicht ab. Er nimmt sie in Schutz. Er sagt, lasst sie. Lasst sie in Frieden. Lasst sie. Dieser Begriff, der hier vorkommt im Griechischen, der kommt 30 Mal in diesem Sinne vor, in Ruhe lassen, lassen, weglassen. Aber 25 Mal kommt dieser Begriff auch vor, beispielsweise im Vater Unser, als vergeben. Also lassen auch im Sinne von vergeben. Und Jesus ruft die Gruppe von Menschen, die über andere urteilt, dazu auf, zu vergeben. Und andere Menschen im Frieden zu lassen. Tun wir das auch? Ich könnte ein ganzes Buch damit füllen, mit Begegnungen, die ich hatte in meinem Pastorendasein, mit Menschen, die neidisch waren oder missgünstig und was sie sich selbst und anderen damit angetan haben. Das ist ein Gift und nicht mal ein schleichendes Gift, sondern ein Gift, das unglaublich stark ist und das Leben auch madig machen kann. Nicht nur das eigene. Jesus hat ein Heilmittel dafür, nämlich zu vergeben und Menschen auch zu lassen, wenn sie vor Jesus stehen, so zu lassen, wie sie sind. Mit dem, was sie für wertvoll erachten und was sie aus Liebe auch darbringen. Das muss nicht das sein, was wir toll finden. Das muss nicht das sein, was du gut findest, was ein anderer tut. Und dann sagt Jesus, aber sie macht es praktisch. Sie tut, was sie kann. Das ist sein Urteil. Sie hat das getan, was sie vermag zu tun. Und dann sagt er, und wenn ihr meint, dass es Arme gibt und euer Urteil ist ja nicht verkehrt, dann tut das. Dann sprecht nicht, sie hätte das machen können, sondern macht ihr das. Das ist ein Unterschied. Und dann merken wir, dass Gott uns bewahrt vor einem Richtgeist, dass Gott uns bewahren möchte, unserem Neid zu viel Raum zu geben, unserer Verletzlichkeit. Menschen, die verletzt sind, verletzen andere. Wenn wir andere nicht verletzen wollen und wir merken, dass wir es immer wieder tun, dann ist das Erste und das Wichtigste, dass wir uns von ihm heilen lassen. Geheilte Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, von Jesus geliebt zu werden,
von ihm auch verändert zu werden. Die werden so begeistert sein, dass sie das anderen Menschen auch empfehlen. Dass sie andere Menschen dazu einladen, das auch mit Jesus zu erleben und zu erfahren. Und darum geht es. Diese Frau, wir wissen, wie gesagt, nicht mal ihren Namen. Wir wissen nicht, wie es mit ihr weitergegangen ist. Auch nicht, woher sie kam. Aber was wir wissen ist, dass das, was sie getan hat, dass sie das aus Liebe getan hat und dass sie einige Hindernisse überwinden musste und dass es sich Jesus hat gefallen lassen. Er ist der Gesalbte. Christus ist das griechische Wort für der Gesalbte. Das hebräische Wort für der Gesalbte ist Messias. Und sie hat das in ihm gesehen, wer er ist und wer sich uns als Menschen auch naht. In dieser Woche wollen wir ihm nochmal neu auf diese Art begegnen und nicht fragen, wie wir es aus Tradition machen. Tradition hat etwas sehr Gutes, wenn sie innerlich lebendig ist. Wir wollen aber auch noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen uns fragen, wie kann ich ihm persönlich begegnen, jetzt auch in dieser Woche. Bei allem Schlechten, was die Corona-Krise mit sich bringt. Wir wissen, wo unsere Hoffnung ist. Wir wissen, wo unsere Stärke ist. Wir wissen auch, wohin wir gehen. Mit jedem Schritt unseres Lebens, mit jeder vergangenen Minute, kommen wir wieder ein bisschen näher an dieses Ziel heran. Wir werden am Ende vor unserem Christus stehen. Und dann wird er kein Unbekannter sein, sondern wir können jetzt schon unser Leben mit ihm teilen. Und jeder, der das tut, den möchte ich bitten, in dieser Woche nochmal ganz neu sich zu fokussieren und zu überlegen, wie sieht denn mein Leben gerade mit Christus aus? Wie sieht mein Leben, meine Begegnung mit Jesus aus? Ist mir da etwas peinlich? Ist mir da etwas unangenehm? Gibt es da Dinge, die ich selber nicht glaube, wo mein Glaube schon zerrüttet ist? Dann lasse ich mich heute heilen. Dann höre ich heute die Einladung und gehe wieder zu ihm und habe Gemeinschaft und lasse mich von nichts und niemandem aufhalten. Und wenn du das noch gar nicht gemacht hast, wenn du noch nicht weißt, was es bedeutet, mit Jesus ein Leben zu führen, dann möchte ich dich auch einladen, in dieser Woche es zu erleben. Angefangen mit heute. Und dafür möchte ich jetzt beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nahe gekommen bist durch deinen Sohn, Jesus Christus, dass er auf diese Welt gekommen ist, um ein Werk der Liebe zu vollbringen. Und danke, dass wir im Umgang mit dieser Frau sehen dürfen, wie sehr du anders denkst, wie sehr anders du urteilst und dass du das Herz siehst, nicht nur die Äußerlichkeiten und dass du nicht richtest über Menschen, sondern dass du sie rettest, dass du sie heilst. Danke auch für die heilsamen Worte an die Gruppe von Männern, die da standen, passiv und nur überlegt haben, was die Frau hätte anders machen sollen und müssen. Ach, danke, Herr, dass deine Gnade uns allen gilt und dass deine Gnade uns immer wieder auch in Kombination mit deiner unendlichen Geduld zur Buße ruft. Das wollen wir gerade in diesen Tagen nochmal neu durchdenken. Herr, du weißt auch, wer gerade zusieht und sich fragt, ob er wirklich zu dir gehört. Herr, danke, dass wir dir unser ganzes Herz öffnen können. Ich bitte dich, dass du uns anrührst, dass du uns erneuerst, dass du uns persönlich begegnest, so wie dieser Frau. Danke, dass wir sicher sein dürfen, du trägst uns hindurch, du bist mit uns. Und das schenkt uns Freude, das gibt uns Zuversicht und eine Hoffnung. Egal wie es um uns heraussieht, du bist da und an dich halten wir uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, dann sehen wir uns wieder für den Gottesdienst an Karfreitag um 18 Uhr und für den Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr, wie gewohnt. Genau, Ostersonntag-Gottesdienst, was ganz Besonderes. Karfreitag, wie gesagt, auch mit Abendmahl. Wir würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Ab 18 Uhr treffen wir uns wieder online. Und jetzt möchte ich gerne noch um den Segen bitten. Ich werde nochmal still zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns dir ganz anvertrauen können. Und ich bitte noch einmal für die Menschen, die besonders angefochten sind in dieser Zeit, die Angst haben und Sorgen oder die auch in ihrer Arbeitsstätte gefährdet sind. Bitte sei du bei ihnen, schenk du ihnen Weisheit. Sei du in den Pflegeheimen, sei du bei unseren alten und kranken Geschwistern, sei du auch bei den Menschen, die gerade behandelt werden müssen im Krankenhaus und auch bei den Ärzten
und bei den Pflegern, bei den Schwestern, die ja, sich einsetzen dafür, dass es anderen Menschen gut geht. Herr, hilf du auch unseren Politikern, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen für das ganze Land, für die Menschen, die gerade besonders gefährdet sind und auch für die Zukunft unseres Landes, Herr. Und sei du auch jetzt bei uns, dass wir diesen Tag aus deinen Händen empfangen können. Segne du unsere Familien, segne du die Menschen, die gerade alleine sind. Herr, du wirst uns den Frieden geben, den uns die Welt nicht geben kann. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.